erbitten eine Freigabe und wurden ins Pentagon beordert. Jason Hudson war mein neuer Kontakt. Da wären wir. Wieso das Pentagon? Hudson konnte es mir nicht sagen. War streng geheim. Ihr Konvoi ist bereit, Sir. Willkommen im Pentagon. Wir sind spät dran. Minister McNamara. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, Sir. Geben Sie Gas. Unsere nationale Sicherheit ist akut gefährdet. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. Sein Name ist Dragovic. Wie ich höre, kennen Sie sich bereits. Wann soll ich ihn töten? Gut, dass Sie wieder da sind, Mason. Der hohe Besuch. Er ist hier. Sie schienen uns zu beobachten. Mich zu beobachten. Damals konnte man niemandem vertrauen. Manchmal nicht mal sich selbst. Deshalb sind wir hier, Mason. Hier um herauszufinden, ob wir ihnen trauen können. Rund um die Uhr. Wir haben sie die ganze Zeit beobachtet. Das ist unmöglich. Ich war im Pentagon. Sofort, Sir. Freigabe Prospero. Ehrenhafte Helden. Ich erinnere mich. Ich habe immer Zahlen gehört. Und bekam sie nicht aus dem Schiel. VIPs. Er wartet. Irgendwas hat an mir genagt. Was, Mason? Das Nervenzentrum. Ich irre wohl nicht, wenn ich sage, dass die Zivilisation von hier aus schon mehrmals gerettet wurde. Ich weiß nicht. Es fühlte sich an wie im Traum. Schritt 2. Aufstieg aus der Dunkelheit. Schritt 3. Feuerregen. Sie näherten sich ihrem Ziel. Es hat funktioniert. Überwältigend, nicht wahr? Noch nicht. Sikorax. Diese Zuflucht wurde 1943 gebaut. Sie wird nur selten benutzt. Danke, Herr Minister. Viel Glück, Mason. Mr. President? Agent Mason. Ist mir eine Ehre, Mr. President. Setzen Sie sich. Die Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Dragovic. Man sagte mir, Sie seien der Beste. Überall. Der werden Sie sein müssen. Mr. Mason, kümmern Sie sich darum. Die Ascension-Gruppe ausschalten. Deutsche Wissenschaftler von den Russen nach dem Krieg abgeworben. Ah, er braucht ihr Wissen.
was sie rausgefunden haben. Operation 40 hat einen Doppelagenten eingesetzt, der mit der Ascension-Gruppe arbeitete. Grigori Weaver. Er sollte dort die Rakete sabotieren. Aber irgendwas ist schiefgelaufen, Mason. Ich bekomme diese verdammten Zahlen nicht aus meinem Schädel. Ein Zeichen vom Weaver. Wir müssen los. Wachsam bleiben, Mason. Gehen wir. Na los. So, da bin ich wieder zurück bei einer neuen Folge. Call of Duty Black Ops. Ich weiß, die Cutscene war eben extrem lang, aber sowas kommt ab und zu vor. Whiskey, komm zurück. Los, X-Ray. Soyuz 1 startet gleich. Sind unterwegs. Over. Roger. Uns rennt die Zeit davon, Mason. Na los. Okay, Woody, ich bin direkt hinter dir. Sprinten können wir nicht, sonst würde ich schneller gehen. Ganz schön gewagt, das Ganze hier. Nein, 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 da ist was faul. Es ist viel zu viel los. Yankee 1-3, Bericht. Yankee 1-3, Bericht. Wie wird Funkstille? Mal sehen, was da draußen ist. Der Countdown läuft schon. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Da vorne ist die Kommandozentrale. Mason, Aktivität auf der Straße. Sieh's dir mal an. Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Ihr Kollege will mir seine Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das, verdammt? Ergeben Sie sich. Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Wir können nichts machen, Mason. Weaver hat's erwischt. Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Verdammte Scheiße! Team Whiskey schon in Position? Roger, X-Ray. Whiskey hat die Straße im Visier. Weaver haben sie erwischt. Die Basis wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind unterwegs. Roger. Okay. Los geht's. Alter, voll fies ins Auge. Ja, so eine Mission hier kann ganz schnell ins Auge gehen. Ha, Wortwitz. Okay, Kontrollpunkt. Woody. Helikopter im Anflug! Bewegung! Du nicht, Woody. Okay, wir warten hier. Ganz still und leise ziehen sie ihre Kreise. Mir nach, in Bewegung bleiben. Immer doch. Ich bin immer genau hinter dir, mein bester Freund. Ja, Woods, einfach eine coole Sau, der Typ. Alles gut. Los geht's. Wir brauchen diese Uniformen. Ich nehme den am Boden. Nimm du den anderen. Mach ich. Den säbeln wir weg. Und zwar richtig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Au! Alter! Schaffen wir sie weg. Die Waffen würde ich mitnehmen. Wäre besser. Ich meine, wenn hier zwei Knarren rumliegen, gar nicht auffällig. Nö. Lass liegen, Bro. Lass liegen. War Weavers Rettung wichtiger, als ihre Mission zu erfüllen und Dragovic zu töten? Weaver war Russe. Aber er war in Ordnung. Ich hoffe, du kannst seit Vorkuta etwas Russisch messen. Will ich hoffen. Wir müssen Weaver retten. Nicht schießen. Wir bleiben inkognito. Hey, что это за шум? Собаки прокладья. Ладно, будьте начеку. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело с концом. Да, да.
Alles gut. Ja, das gute alte Da-Da-Wodka-Da. Rocks und Bowman müssen direkt voraus sein. Damit kriegt man eben jeden Rossen. Da-Da-Wodka, dabei da. Von den Sicht schalte sie aus. Vorwärts. Oh, meine Jungs. We are not alone. Was ist mit Weaver? Er ist aufgeflogen. Wir fahren wie geplant fort und hoffen auf eine Gelegenheit. Okay, los geht's. Что происходит? Повышение давления. В отсаке 12А. Unauffällig bleiben. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна вспомогалование любные колебания. Ты уверен? Уверен. У нас проблема. Охрана квадрат не выходил обратно. Не выходить на связь. Okay, der hat ein Problem. Ich glaub, sie haben die Leichen gefunden. Yep. Nein, alles gut. Macht, was sie machen. Kommandozentrale voraus. Scharfschützen auf dem Dach. Vorne sind ein paar Männer. Okay, Bowman, Brooks, kümmert euch um sie. Ach, wir müssen hier hin. Alles klar. Immer noch mit Woody hier unterwegs. Ich bin hier, Woody. Ich bin hier. Problema. Zum Neu. Bereit? Jede Etage sichern, bevor es weiter hochgeht. Ich schalte den Funk aus. Los! Scheiße, wir sind erledigt! Wow, 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 wow! Wo ist die Slow-Mo? Ich brauche eine Slow-Mo! Alter! Von hinten und von vorne haben sie es mir gegeben. Jede Etage sichern, bevor es weiter hochgeht. Ich schalte den Funk aus. Los! Scheiße, wir sind erledigt! Alles klar, alles klar, alles klar. Das eben gerade war ziemlich fies. Okay, jede Etage. Ich bin sowas von ready, Jungs. Tja, die haben's drauf. Treffen gut. Treffen verdammt gut. Wo ist Wutz? Kontakt beim Schreibtisch. Immer rushen, immer rushen. Rushen ist das beste Mittel hier. Die Gegner dürfen gar nicht erst groß reagieren, sich verbunkern. Immer rein, rein, rein. Ziel erledigt. Lade nach, Deckung geben. So läuft das. So läuft das. Immer schön drauf. Infos nehmen wir mit. Abflug. Wie kann ich nicht seinen Schädel treffen? Unverständlich. Einfach nur unverständlich. X-Ray, bitte kommen. Over. Habe Sichtkontakt mit Weaver. Er ist in einem Bunker südlich der Kommandozentrale. Die im Grunde können die ja nur von hier Mason, kommen. Komm rüber. Armbrust, Explosivpfeile, sofort. Ich sichere die Leiter. Feind nähert sich von Norden. Wir sind festgenagelt. Wir haben Gesellschaft. Oh, ich liebe die Armbrust. Die Fahrzeuge aus. Die Armbrust ist richtig nice gewesen. Und ein Weckerhauen. Easy going. Die Armbrust ist der wahre Shit. Ah, leider nicht. Der Typ hat sich bewegt. Oh, er rennt genau rein. Plops. Schüsse erregen Aufmerksamkeit. Die Arschlöcher sind auf dem Rückweg. Ich halte die Stellung. Schieß. Beeilung, Mason. Okay, seilen wir uns los, ab. Los. Und jetzt gib mir eine Slow-Mo. So ein Scheiß hier geht nur mit einer ordentlichen Slow-Mo. Weaver. Rechts sichern. Links sichern.
Schaffst du die Mission noch, Weaver? Tun wir's! Hast du das Lenksystem sabotiert? Ich bin aufgeflogen. So viel zum Thema Schleichangriff. Plan B? Uns bleibt vielleicht noch genug Zeit, den Start zu stoppen. Wir müssen zum Zweitbunker. Sie retteten ihn. Dann mussten sie die Ascension-Gruppe finden und die Wissenschaftler töten. Nein. Töten musste ich. Dragovic. Wir sind aufgeflogen. Weg mit den Balaklavas! Mason, mir nach! Okay, wir müssen hier hin. Ja, nicht so weit runterrutschen. Alles, das wird ein schwerer Kampf! Der gute Weaver. Und Woods hier wieder mit seinem stylischen Stirnband. Haben wir noch die Armbrust? Yes, Baby! Das Gelände beobachten! Oh, das Ding ist der Hammer, oder? Alles klar. Muss nachladen! Brauche Deckung! Das Gelände beobachten! Bestätigter Treffer! Pass auf wen du schießt, Soldat! Auf die Richtigen! Wir schießen immer nur auf die Richtigen! So kennt man uns eben. Erledigt! Na, Bro! Wow, 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 fucking viele Russen. Erstmal so eine hier raus. Ihn hat's erwischt. Und raus damit. Werfe eine Granate. Aus dem Weg. Ziel ausgeschaltet. Die Hand. Einfach nur geil, wie da die Hand hängt. Richtiges Zombie-Mode-Feeling. Ach ja, die Russen. Meine absoluten Lieblingsgegner. Gut, meine absoluten Lieblingsgegner sind Nazi-Zombies, aber Russen sind auch witzig. Hat nichts mit Russenfeindlichkeit zu tun. Ich liebe einfach die Sprache. Ziel ausgeschaltet! Okay. Allgemein. Polnisch, Russisch, Ukrainisch. Klingt irgendwie gut, gefällt mir. Okay, Weaver. Mason, ein Loch in die verdammte Mauer. C4. Meinetwegen. Bereit. Und. Buja. Wir müssen alle tot? Die Rakete um jeden Preis zerstören. Zu spät! Stoppen unmöglich! Baumann, Plan B, tu es jetzt! Das klappt bestimmt. Hochjagen, Mason! Los! Ja klar, natürlich. Moment. Ja, natürlich. Heilige Scheiße! Auch eine Art, einen Prototyp zu testen. Perfekt. Verdammt, hier können wir nicht bleiben. Los in die Tunnel! Ab in die Tunnel! Let's rob! Die armen Schweine. Das sind Mistkerle, die verdienen kein Mitleid. Wir sind hier, um sie kalt zu machen. Es regnet Treibstoff. Der Rest der Ascension-Gruppe will aus der Anlage fliehen. Bowman Brooks, geht rüber zum Nordtunnel. Lasst keinen durch die Hintertür entwischen. Mason Weaver, ihr kommt mit mir. Alter, eine miese Rolle, Bro. Ninja Ruski. Ihn hat's erwischt. Okay, durch die Tunnel sich jetzt hier noch durchschlagen. Das wird nochmal haarig. Das wird nochmal richtig, richtig haarig. Komm schon, zeig dich. Noch ein Treffer. Und den nächsten weggehauen. Oh, oh, wow, 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 wow. Da schreien sie, meine Freunde. Ja, wie gesagt, immer schön reinrushen. Denn sobald sie sich verbunkern,
wird's dreckig. Ziele! Schreibtisch! Werfe eine Granate! Der ist noch am Leben? Die Granate war direkt neben ihm. What the fuck, Bro? Bestätigter Treffer! Alles klar, hier rüber. Ziel erledigt. Ihn hat's erwischt. Deckung, Deckung, Deckung. Irgendwo hier waren noch Infos, oder? Habt ihr irgendwas in Erinnerung, dass hier Infos rumliegen? Andererseits, hier sieht auch jedes Gebäude gleich aus. Und schon wieder ewig lange her. 2010? Ziel ausgeschaltet. Er ist tot. Du wirst beschossen. Danke für die Info. Wäre ich nie drauf gekommen. Ziel ausgeschaltet. Oi, Sanitärer! Erledigt! Au! Roger! Ja, genau! Halt mir den Rücken frei! Granata! Pass auf wen du schießt, Alter! Ja, Wutz, du rennst da direkt rein! Zwischen die Gegner, wer ist denn so dämlich, bitteschön? Bestätigter Treffer! Na, gemütlich! Holy! Holy! Wie viele sind das? Sanitärer! Ziel ausgeschaltet. Jetzt kipp schon um. Drama Queen. Nach rechts sehen! Ziel bei den Kisten! Ziel ausgeschaltet. Wo schießt du? Und hier die legendäre Ninja Ruski Rolle. Einfach nur legendär. Nein, 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 nein. Wow. Da hatte ich eben gerade Glück. Russen aus dem Nebel. Besonders gefährlich. Okay. Zeit, dass wir hier verschwinden. Noch nicht. Erst kaufen wir uns Drakovic. Wir verlieren ihn wieder. Bleiben Sie bei mir, Mason. Kravchenko entkam, bevor wir an ihm dran waren. Sie näherten sich ihrem Ziel. Drakovic war auch da, oder? Wir suchten die gesamte Basis ab. Der Bastard war nirgends. Das ist Zeitverschwendung. Er hat Wahnvorstellungen. Aber dann sahen wir die Limousine von Drakovic. Ich hatte jetzt ihn. Zufrieden, Mason? Nein, noch nicht. Nicht, bis ich die Leiche sah. Drakovic, haben Sie seinen Tod verifiziert? Glaub mir, der Bastard ist ein verkohltes Scheißbrikett.